Hey ho, Leute, ich begrüße euch zurück hier bei I'm Alive. Ja, wir waren das letzte Mal erfolgreich und haben May die Medizin gebracht, die sie benötigt, und müssen jetzt herunter in die U-Bahn, in die Tunnel, um weiter voranzukommen. Das ist der momentan beste Plan, den wir haben. Und ich habe jetzt schon wieder so lange nicht mehr gespielt. Also, was heißt so lange? Aber ich habe schon wieder... ich glaube, 2 Wochen dürften es jetzt sein. Nee, gar nicht mal. 1,5 Wochen oder so. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Hier war das... Wir waren jetzt hier drin. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall nach unten. Das sieht nach unten aus. Ach, Hakenpunkt. Tja, wie war das mit dem Haken gewesen? Upsala. Haken. Ne, das war die Piste. Scheiße. Oh ja, ich bin voll der Held und weiß sowieso alles. Ach nö, Steuerungseinstellung, Tastenzuordnung, Haken, Hocken, Aktion, Kletterhaken, E. Feuer angreifen, ach, jetzt die nächste Karte, Inventarstatistik. Springen, Klettern, Leertaste. Kletterhaken. Ach, okay, ich war sowieso zu weit weg. Ich habe schon keine Ahnung, wie oft jetzt auf E gedrückt gehabt. Boah, und das auch noch mit dem Kind auf dem Rücken, das muss der Hammer sein. Aber wir haben immer noch nicht so ganz rausgefunden, was jetzt hier eigentlich wirklich passiert ist. Aber wir wissen auf jeden Fall Erdbeben. Durch Erdbeben wird eine Menge Staub aufgewirbelt und dadurch müssen die Menschen sich in erhöhte Lagen zurückziehen, um überleben zu können. Und es kommen auch hin und wieder kommen auch gewisse Staub-Tsunamis, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Irgendwas. Also Staubwolken, Wellen halt mäßig. Hier brennt ein Feuer, unbeaufsichtigt. Hier Leute, ihr müsst hier schon ein bisschen drauf aufpassen, weil wenn hier eure Mall abbrennt, dann habt ihr keinen Rückzugsort mehr vor solchen bösen Staubgeschichten, die dann über euch herrollen. Und jetzt laufen wir hier mal über die Toten, das ist nicht so schlimm. Die fühlen sich gar nicht so gestört dadurch. Gucken wir mal, ob hier hinten noch irgendwas... Nein, wir finden hier nichts mehr. Aber ich habe schon aus dem Augenwinkel gesehen, wo wir ungefähr lang müssen. Also da nämlich. Und dann müssen wir nämlich da mal so ein bisschen... Are we going to see Henry? Yes. Okay, wir können müssen runter auf jeden Fall. I don't know. Oh. I don't think I can make that drop. Oh, cool. Also Taschenlampe schaltet sich auch automatisch an. Wenn wir ins Dunkel gehen, alles klar. Ist die Frage, wo geht's hier oben lang oder kamen wir von hier oben her? Ja, ich glaube, da war der Eingang gewesen zur Mall. Hier. Genau, hier kamen wir nämlich rein. Aber da konnten wir doch damals noch gar nicht hier lang laufen, oder? Da konnten wir nur hoch. Ich weiß es gar nicht. Aber hey, ist ja auch egal. Wir müssen runter in die Tunnel. Und mal schauen, welche Gegner uns dort erwarten werden. Ich bin gespannt. Und jetzt ist die Musik wieder rum. Toll. Also an sich ist ja hier die Szenerie sehr eintönig. Auch was die Musik ein bisschen anbelangt. Das ist halt so ein bisschen mehr... Also die Abwechslung. Das Spiel ist sehr grau und grau, aber das ist ja gut für die Atmosphäre. Aber so die Musik ist immer so ein bisschen das Gleiche und... Naja, ich weiß nicht. Also, wir müssen zu Henrys Wohnung gehen. Okay, wir müssen einfach nur der Linie 4 folgen. Jetzt schauen wir mal gerade auf die Karte. Linie 4 ist welche? Die rote? Wahrscheinlich die rote. Ja, wir können ja nur der roten eigentlich folgen. Gut, dann gehen wir mal der roten Linie nach. I'm just taking the child to a safe place. We got hungry children too. May, hold on tight. Oh, der Herr hinten hat eine Waffe, das ist uncool. You should not have come here alone. No problem. Nobody needs to get hurt. Genau, Jungs, niemand muss verletzt werden. Ich versuche hier gerade schon mal ein bisschen. You're dead. Just take a breath. Wow, scheiße. Oh, der hat voll aufs Kind gestochen. Ja, du stirbst jetzt. Hey, don't do that. Hey, guys.
Okay, wisst ihr was? Kommt, bringt mich mal um. Danke. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das gerade in meinem Brain gedacht habe. In the Brain. Oh, ich will den jetzt eigentlich erstmal kurz rankommen lassen. Zack. Und dann kann ich nämlich hier direkt hoffentlich ausweichen. Boah, scheiße. Was, 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 ey, ey. Was ist das? Hallo, Steuerung? Der Fork, ey, was ist das für eine Scheiße? Der wollte gerade nicht nach rechts und links zielen, ey. Kein Problem. Ja, Jungs, böse, böse. Okay, hier spring ich um. Und du kniest dich jetzt hin. Genau, so. Was ist denn los? Stirbst du nicht, oder was? Okay, genau so wollte ich es eigentlich nämlich geklärt haben. So war der ursprüngliche Plan gewesen. Nur, dass halt nur vielleicht irgendwo ein bisschen da oben einzeln sich die Leute rauspicken. Ohne, dass der Kerl da mit der Waffe irgendwie... Was? Wie stirbt denn da? Sorry, mein Bester. May, guck mal ganz schnell weg. Oh, ja. Yeah. Was erledigt werden muss, muss erledigt werden. Wie macht er das eigentlich mit der Machete? Die ging nur die ganze Zeit hinterm Rücken. Wo hat er die jetzt hingepackt? Ah, keine Ahnung. Aber ich finde diesen Sitz für die May übelst cool gemacht. Also die Idee... Weiß nicht, das ist saugeil. Was haben wir, wo sind wir denn hier? Schmerzmittel! Falls wir irgendwie hier Schmerz im Knie haben oder so, oder es uns am rechten Hüftlein jucken sollte, können wir. Steht da mit der eine. Ey, wie viele Banditen gibt's denn hier bitte? Kann ich die irgendwie umgehen? Das würde mich mal interessieren. Okay, da ist auf jeden Fall was. Da ist auf jeden Fall was, aber da kommen wir hier so nicht hin. Durch das Gitter kommen wir auf jeden Fall nicht. Okay, nee. Das sind wieder welche. Sieht aus wie eine. Bitte tu etwas. Und Typ, zwei Typen? Zwei Typen, soweit ich das sehe. Oh Mann. Nothing good can come of this. Too bad, it's mine. Give it to me. Get your hands off me. Ey, das waren bestimmt mal Freunde gewesen oder so. I told you not to get greedy, now give it to me. No way. Give it to me, you're dead. Okay, I won't fight. Please don't kill me. Got a little carried away. Desperate times enough. Anyway, thanks for stepping in. The biggest emergency shelter was set up inside the mall. It was abandoned pretty quick. Probably other shelters around that still have people. You'd have to leave the city to find them. You'd never catch me wandering out that far. Ah. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Leuten geholfen, würde ich mal sagen. Ey, guck mal, du siehst doch genauso aus wie die andere Biatch da oben, die da oben war, die da letztens... Die wir da oben befreien sollten und aber keine Munition mehr hatten, die wir eigentlich jetzt mittlerweile befreien können. Wir haben zwei Schuss übrig. Und zwei Schuss sind in dieser Welt schon eine ganze Menge Holz. Also das sind zwei Schuss, ja. Oh, da können wir öffnen. Das können wir öffnen. Können wir das da hinten auch öffnen? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, 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 ja. Oh, ich bin so stark. Ich kann das ganz alleine. Haha. Nein, die May hat mir dabei natürlich die Nackenmuskulatur gestärkt. Okay. Also das sieht so aus, als müssten wir das da hinten auch noch öffnen können. Das haben wir einfach nicht gesehen. Das habe ich nicht... Oh, oh, oh. Hä? Nö. Das kann ich nicht aufmachen. Hm. Ist da hinten noch was? Das ist ein Bild. Das sind alles Bilder. Ja gut, dann gehen wir erstmal da runter. Vielleicht kommen wir da irgendwo hin, wo wir dann nochmal hochkommen. Weil ich würde gerne hier alles mitnehmen. Ich würde zu gerne jetzt das Licht. Das Licht aus. Okay, da drüben sind zwei Leute. Da sind noch welche, oder? Oh, da kauert einer. Was macht der da? Ey, mein Freund. Was passiert? Was ist denn hier los? Alles gut? Hallo?
Hey! Sprech mit mir! Krass, ey. Wie es dunkel auf einmal ist, wenn man schon. Ja, aber leuchten tut er immer noch. Ah ja, der hat keine Lust mit uns zu reden, dann. Alter, was hier abgeht. If your kid is starving, I guess you better close your eyes and just enjoy the food. Oh ja, das sind auch die wahrsten Worte. Why is everybody mean now? Not everybody, Meg. Ja, are gut. You mean? No, I promise I'm not. Ja, genau, ich verspreche, ich bin es nicht. Ich versuche nur zu überleben, wie eigentlich alle anderen auch. Es ist hier echt schwer, sozusagen, wer böse ist und wer nicht. Einige sind ein bisschen rabiater bei ihrem Überlebenskampf wie andere, aber im Endeffekt versuchen sie doch alle nur, um Überleben zu kämpfen. Und das ist halt. So you're just exploring the subway station? Ja, Mann, ich erkunde sie. Was geht ab? That kid must be hungry. You can have some of our meat. Enjoy it while it's here. Dankeschön. Oh, ey, guck mal, die sind voll freundlich. Danke, danke. Korrekt von euch. Danke. Ich werde es aber auf jeden Fall der May geben, wenn sie Hunger hat. Ein bisschen Rattenfleisch haben wir auch noch aufgenommen. Ja, Ratten überleben diese Welt. What happened here? Was ist hier geschehen? May, close your eyes. Stay very, very quiet. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall Linie. Ah, guck mal, da steht jetzt auch Linie 4. Ich vorher gar nicht gesehen, dass es da steht. Und dieser müssen wir folgen. Da sitzt die. Also ich schätze mal, dass wir hier nicht lang müssen. Oder müssen wir da lang und dann da drum laufen? Hey, no way, man. No sneaking around. Oh. Okay. Jo, sorry, Jungs. Was habt ihr denn? Machete? Machete? Hey, okay, alles klar. Jo, 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 ist in Ordnung, alles klar. Hey, I'm watching you. Ja. Okay, 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 okay. Kommt mal einer jetzt ran. Ich möchte euch jetzt hier. Ich möchte jetzt hier einen mit einem schnellen Machetenkill ausschalten. Ja, jetzt kommt. Wisst ihr? Jetzt habt ihr schon eigentlich alles versaut. You're cannibals, please save us! Let's talk this over, okay? Was, das ist ein Kannibal? Hey there! Okay, let's see your... Hey, hold up, hold up! Auf, in die Knie, Mann. In die Knie, hab ich gesagt. Du sollst in die Knie gehen! Hey, 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 okay, okay. Just whatever you want. Please, I'm not worth the bullet. Du bist die Kugel nicht wert. Du sollst in die Knie. Don't shoot. I'll do whatever you say. Hat die gerade gesagt, schieß? I'm not worth the bullet. Don't leave us to them. Hey, 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 okay, okay. Just whatever you want. Wieso kann ich den jetzt nicht angreifen? I'm not worth the bullet. Was ist denn das? Be careful, they're dangerous. Payback time. Oh. Lol. Ja. Ja, mach doch noch langsamer. Ja, großes Kino. Way. Das ist ja mal richtig dumm gemacht. Das ist ja mal so richtig dumm. So richtig, richtig, richtig dumm gemacht. Da kannst du dann erledigen drücken. Wenn sich da noch einer auf dem Boden rumkrümelt. Ey, oh mein Gott, ey, manchmal. Ey, manche Spiele sind einfach nur zu dumm. Servus, danke fürs Fleisch. Jo, ich bin sehr freundlich. Ich bin sehr angetan, dass ihr mir das gegeben habt. Da oben geht's auch weiter. Wie tut man das da hinten jetzt am schönsten lösen, sag ich mal? Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt lösen will. So. Toll, das ist ein Schloss, das muss ich wahrscheinlich aufschießen. Okay, wisst ihr was? Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach so. Jetzt kann ich dich jetzt endlich hier schwerer killen, endlich. Aber ich weiß nicht, ob sich die Kugel dafür lohnt. Und dieses Spiel gibt einem ja nicht die Chance, das mal ein bisschen auszutesten, sondern echt immer nur so, ja, entweder machst du alles nochmal neu oder nicht. Das ist echt so ganz schön schwierig, die Entscheidung zu treffen. Aber ich würde halt gerne wissen, was da ist. Schloss schießen, um das Gatter zu öffnen. Also eine Kugel habe ich noch. Und ich habe sie euch gewidmet, diese Kugel.
Oh, jetzt seid ihr frei.